Hey Leute, hier ist Max, herzlich willkommen zu diesem neuen Brawl Stars Video. Heute haben wir ja meinen Papa mit dabei, mal wieder, und er wird nämlich heute bestimmt, was ich alles in Brawl Stars machen soll. Kannst du mal leiser reden? Ich bin nur halb drauf, Mann. Ja, dann warte mal ganz kurz. Also warum hast du überhaupt eine Sonnenbrille auf? Weil mir das hier zu hell ist. Ja, ganz so hell ist das hier nicht. Hallo, so, zwei fette Lampen hier. Soll ich nicht rentlerfreundlich? Soll ich das so machen oder was? Na, schon besser. Nee, das ist doof. So machen wir. Ach, brauchst du auch Kopfhörer noch? Also so Schutzkopfhörer oder was? Nee, alles gut. Darf ich in Brawl Stars gehen? Mach das. Aber anfangen? Das ist eine doppelte Brille. Na, ich brauch mal ganz kurz die Brille. Ich brauch gleich meine Lesebrille. Die habe ich doch schon drunter. Das ist so, wie wenn man baden geht und die Badehose schon drunter. Ja, genau. Lasst einen Daumen oben, da vergesst nicht, den Kanal kostet unter und die Glocke sagt, wir sagen, wie in Brawl Stars rein. Ich kann ja schon bei der normalen Brille aufsetzen. Willst du jetzt deine Sonnenbrille wieder aufsetzen oder ist es doch... Okay, von Ehrlichkeit her. Nee, mach das aus. Nee, das Licht bleibt an, du kannst deine Brille aufsetzen. Aber ich würde sagen, wir können jetzt hier mal. Wir sind jetzt hier in Brawl Stars. Du wirst jetzt heute bestimmen, was ich machen soll. Also. Mach das aus. Nein! Was ist denn? Das soll schon ein Video werden hier. Mach's doch jetzt. Muss ich eben auf 10 Minuten strecken? Ja, du kannst doch wenigstens was sagen. Also, ich kann mir zum Beispiel Sachen kaufen oder so. Also, okay, wahrscheinlich bei dir nicht, aber... Also, ich kann hier oben eine Truhe öffnen. Und da unten kann ich auch... soll ich ein paar Tipps... Was ist? Also, ich glaube, das wird hier heute nichts. Also, lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, ob eure Eltern auch Brawl Stars spielen oder was. Nee, tun sie nicht. So, ich habe hier unten 3 Truhen, die sind ganz gut. Da oben habe ich noch eine gute Truhe. Und dann noch 64 andere Truhen, die sind nicht ganz so geil. Soll ich die öffnen? Nee. Was ist das für eine grüne Gurke da? Das ist ein legendärer Brawler, der ist gut. Also der ist legendär. Der ist sehr, sehr selten. Dann lass den doch mal spielen jetzt. Okay, soll ich Duo spielen, alleine oder soll ich... Was ist ich... das? Duo. Es gibt Juwelenjagd. Juwelenjagd ist gut. Juwelenjagd, okay, dann jagen wir mal ein paar Juwelen mit... Oh, Alter, ich hab in das Licht gekippt. Der hat übrigens auch einen Namen, aber der fällt mir gerade nicht ein. Spike. Der heißt Spike. So. Spike habe ich schon mal gehört. Spike. Warte mal, aber nee, das ist hier in einem Land vor unserer Zeit, Spike. Lol. Darf ich richtig normal spielen hier oder soll ich irgendwas Besonderes machen? Also er schießt so seine... Erstmal mir erklären, was da los ist. Hier spawnen in der Mitte so ein paar Juwelen immer, alle paar was Minuten. Ist der gelbe, Sekunden. Der da von rechts oben gekommen ist? Okay. Der jetzt oben wegläuft? Das ist ein Gegner. Die blauen sind mein Team, die roten sind doof. Also die sind... Oh, scheiße, ich bin tot. Okay, tschüss. Nein, also ich werde wieder hier respawnen. Soll ich irgendwas machen? Soll ich irgendwie versuchen, nicht zu gewinnen? Ich weiß überhaupt nicht, was man da machen kann. Genau, hau die Hecke weg da. Das kann ich nicht. Das ist nicht möglich. Was sind diese blauen Kisten da? Was ist das? Was für blaue Kisten? Eine Wand? Achso, ja, das ist eine Begrenzung. Da kannst du, also kann ich gegenlaufen, aber passiert nichts. Also das ist eine Begrenzung quasi. Unser Team muss halt einfach 7 Juwelen einsammeln. Okay, wir müssen ganz vorne anfangen. Wand nicht wegnehmbar, Hecke. Da kann man sich drin verstecken. Okay, versteck dich. Ich soll, ist doch viel besser, aus dem Versteck rauszuschießen. Okay. Ja, aber wenn ich schieße, dann sehen die mich. Aber egal, ich verstecke mich. Dann kannst du ja an eine andere Stelle dann irgendwie in der Hecke gehen. Genau. Ah, ja. Kannst du nicht auch... Da ist eine viel größere Hecke. Geh doch mal zu der. Alles klar. Ich gehe jetzt in die größere Hecke rein. Hier? Ja. Okay. Und dann ist die Hecke weg? Nein, erst wenn ich schieße, aber der greift mich ja an. War das auch einer, der in der Hecke sich versteckt hat? Ja, genau. Du darfst ja auch so. Ja, ich verstecke mich. Ein listiges Spiel hier. Das ist doch schon Scheiß. Es ist cool. Ich denke, du bist der Einzige in der Hecke. Nein, guck mal, da oben, der Typ, der versteckt seine Hecke. Guck mal, der ist gerade reingelaufen. Gut, jetzt mal gewonnen. Durch die Hecke. Wir haben gewonnen. Achso. Das Spiel ist zu Ende, wir haben gewonnen. Tschüss. Wir sind fertig. Nicht in dem Sinne zu Ende. Draußen scheint die Sonne, geh mal raus. Das ist gut, das macht Spaß. Guck mal, scheint. Ja, guck mal, ich kann auch zum Beispiel einen anderen Brawler auswählen, weil es ja ganz viele gibt. Was betrachtest du dich da gerade? Ich sehe irgendwie so komisch aus. Sehe ich immer so komisch aus? Mit 2 Brillen auf jeden Fall schon. Ne, ich kann ja sonst nichts sehen. Das ist alles hier hell. Also, hier gibt es übrigens ganz viele verschiedene Brawler, die man auswählen kann. Hier habe ich ja alle. Soll ich davon irgendeinen anderen nehmen? Guck mal, kannst du einmal angucken und sagen, welchen ich nehmen soll. Die sehen für mich alle gleich aus. Das ist wie Pokémon früher, ne? Die sehen hier nicht gleich aus, die Dinger? Nee, die sehen nicht gleich. Den okay. Das ist sogar der Baumeister. Oh, das ist ein Mädchen. Das ist der neueste Brawl. Auch wieder Juwelenjagd, es gibt auch Brawlball, Kopfgeldjagd und Showdown. Das alle gegen alle. Robo-Rumble, das hat er schon mal gemacht. Das kann ich nicht spielen, das geht in 3 Tagen. Achso. Also, es gibt Solo, alle gegen alle, es gibt Juwelenjagd, haben wir eben gespielt, es gibt Brawlball, das ist Fußball quasi. Mach
Kopfgeldjagd. Kopfgeld, oh ja, Kopfgeldjagd, okay. Da geht es nämlich darum, ja. Da geht's darum, möglichst viele zu töten, ohne selber zu sterben. Ist so krumm? Scheinbar ja. Scheiße, komm mal weiter runter. Nee. Wieso bist du größer als ich? So bin ich groß. So, da geht es auf jeden Fall darum, dass man... So, jetzt machen wir mal richtig machen hier, ne? Hier, guck mal, hier ganz viele Hecke, wo man sich verstecken kann. Gelbe Hecke, das ist ja ein Kornfeld, ne? Ja, gemeint hier. Guck mal, jetzt hat mich jemand getötet, jetzt habe ich 3 Sterne. Wenn mich jetzt jemand tötet, kriegen die 3 Sterne dazu, glaube ich. Ich lass mich am besten einfach nicht umbringen, okay? Wo kommt der denn her? Der... Guck mal, da habe ich jetzt Hecke weggemacht, weil ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Oh, da unten, da! Also da, Hecke da, geht weg, wenn man schießt? Ja, zum Beispiel. Oh Gott, das ist jemand genau gleich wie ich. Gibt's da sowas wie... Ja. Eine Tarn, also hier so eine Rüstung oder sowas? Ja, nee. Wenn du Solo Showdown spielst, dann kannst du theoretisch mehr Leben bekommen, indem du so Energie-Cubes einsammelst. Na, ich meine jetzt so, dass du mehr... Gibt es da irgendwelche Health-Punkte, dass man wieder Gesundheit kriegt oder so? Du kannst, wenn du beschädigt bist, also wenn dich jemand angegriffen hat, du aber noch lebst, aber Leben verloren hast und nicht schießt, dann regenerierst du. Okay. Kann man sich da was kaufen, dass man eine Maske hat oder irgendwie du was? Kannst Skins geschützt? Du kannst Skins kaufen, dann siehst du anders aus. Nee, das bringt gar nichts. Du kannst dir aber auch deine Brawler upgraden, indem du einfach Sachen kaufst, wie zum Beispiel... Oh Gott, warte ganz kurz, ich muss mich ganz kurz konzentrieren, ich muss irgendwie gewinnen. Ah, ich kann dir gleich mal kurz den Shop zeigen, okay? Scheiße, 20%, ach, ja. Mist. Fertig? So, womit fertig? Mit dem Video. Also, 30 Sekunden geht dieser Modus noch. Ich glaube, wir verlieren gerade. Ja, wir verlieren absolut. Ey, was ist denn das hier gerade? Ich konzentriere mich hier nicht so gut gerade, aber egal. Ist nicht so schlimm, wenn wir jetzt verlieren. Ich zeige Papa gleich mal den Job. Mal schauen, was er dazu sagen wird, wie er das findet. Boah, den machen wir platt. Oder? Ne, der regeneriert auch wieder. Ey, komm! Nee. Also, nee, das ist gerade echt eine. Ich verstehe das einfach nicht, ne? Wieso man das ständig spielt hier. Ja, man will die natürlich gewinnen hier. Ah! Oh, nee! Hab ich schon im letzten Video nicht verstanden. Na egal, wir haben verloren. So, fertig! Nein, immer noch nicht. Ich will dir den Shop zeigen, so rum. So, wie oft bist du eigentlich hier schon aufgestanden? 5-mal, 4-mal, 3-mal? Ja, weil hier jemand denkt, es klingelt, ja, und die Pause ist da und die Stunde ist zu Ende. Hier wird nichts klingeln. So, hier kann man links in den Shop gehen, siehst du alles? Guck mal, da kannst du zum Beispiel Sonnenangebot, das ist gut. Das reduziert von 70 Juwelen nach 39. Kannst du kaufen. Wie fährst da oben, du denn? Ja, 7. Wie viel Geld? 7, achso, Geld? Was? Ja, du, wenn du es kaufen, oder... Ich kann, hier kann man sich auch schon Geld kaufen. Direkt echtes Geld oder irgendwelche Coins oder so? Echtes Geld. Du steckst doch da kein Geld rein. Naja, also direkt reinstecken tue ich es nicht, nee. Ey, lass uns mal ein Spiel programmieren. Das ist ja total genial. Man, die Spieler, die sitzen hier und kaufen und kaufen und kaufen, gehen dann irgendwo rein, ballern das weg und das war's. Wir müssen die noch mehr kaufen. Guck mal, das sind übrigens diese Skins, von denen ich geredet habe. Ich glaube, das sieht man einfach anders aus. Da sehen die nicht mehr alle gleich aus. Was kostet das? 30 Juwelen. Du kannst hier rechts gucken, 30 Juwelen kosten 2,29 €. Je mehr Geld du reinsteckst, desto mehr Juwelen kriegst du drauf. Also, ist das überhaupt erlaubt, was da läuft? Wir zocken doch voll die Kinder ab. Die kriegen da nicht mal was für. Doch, du kriegst Juwelen dafür. Aber warte mal, deswegen ist das doch jetzt ab 14, ne? Ist es ab 14? Ja. Dann ist es ab 14. Also soll ich irgendwas machen, kaufen irgendwie? Also wahrscheinlich, also so wie ich dich jetzt gerade hier höre, hört sich das irgendwie... Lass uns ein Spiel programmieren, da habe ich viel mehr Bock drauf jetzt. Wir sind hier gerade in Brawl Stars, du kannst bestimmen, was ich mache in Brawl, also in Brawl Stars. Ah, du kannst doch voll das Geld abgreifen hier. Stell dir mal vor, du bist jetzt nicht der das Spiel spielt, sondern der das programmiert hat. Mhm. Und dann gehen bei dir nur ständig... Ich öffne einfach mal, solange Papa hier redet... auf deinem Konto ein. Solange Papa hier redet... Du würdest ständig mal Geld verdienen und nicht mir mehr auf der Tasche liegen. Solange Papa hier redet, öffne ich noch ein paar Boxen einfach, weil du redest hier zu viel. Jeden Tag von früh morgens bis in die Nacht arbeiten, ne? Nur damit ich dich hier durchfüttern kann. Ja, guck mal. Mit diesen... Warte. Da, diese Powerpunkte, die ich gerade bekommen habe. Mit denen kann man die... Warte mal, ich habe eine Frage. Brawler up leveln. Geht das auch andersrum? Wie dass man Diamanten erspielt und die dann verkaufen kann? Nee, aber das wäre doch mal geil, oder nicht? Geht das nicht? Nein, nein. Das wäre witzig, aber nee. So, also. Ich würde sagen, ich öffne mal ein paar Truhen, solange Papa hier irgendwie nichts bestimmt. Das müssen wir kurz mal patentieren lassen, die Idee, ne? Darf ich? Sonst fangen die nachher damit an. Darf ich? Verdienen noch mehr Geld und das ist meine Idee gewesen. Darf ich die Truhen öffnen oder nicht? Welche denn? Ja, hier unten habe ich Truhen, die ich öffnen kann. Darf ich das machen? Dann dauert das dann noch länger. Darf ich die öffnen? Schon rum? Kann ich die öffnen, bitte? Mach das. Darf ich? Oh, danke.
sehr großzügig. Ja, ich muss ja, ich habe gerade. Ja, du musst ja sagen, was ich machen soll. Ich habe gerade vergessen hier, dass ich soll ja sagen, was du machst. Du bestimmst, was ich hier mache. Ist auch super. Das ist, naja gut, also das, nee, einfach nein. So, guck mal, vielleicht finden wir noch was Schönes in den Truhen. Nee. Darf ich die auch öffnen oder nicht? Ja, mach das. Warte mal, hast du die bezahlt? Nein. Umsonst gekriegt? Ja, er spielt. Mach sie auch. Also alle 56 Truhen, die hier noch da sind, habe ich mir tatsächlich erspielt. Wie 56? Das sind 50 Stück. Da waren noch nur zwei da unten. Siehst du die 5 und die 4? Das sind 54 Stück. Ist doch bescheuert, wenn du fertig bist. Ich habe aber nicht vor, alle zu öffnen. Ich will nur irgendwas Geiles daraus ziehen. Also ich möchte gucken, ob ich irgendwie vielleicht ein Gadget oder sowas kriege. Oder irgendwas anderes. Was ist das denn? Was machst du denn da? Das. Wer ist was? Das hier. Das, weißt du, ich hab mir Bilder auf Amazon bestellt, also die hätten nichts Schöneres da reinmachen können, ne? Die Standardbild. Also, na egal. Ich guck mal ganz kurz, ob ich hier noch irgendwas Cooles draus ziehe. Hast du einen Bilderrahmen hast du dir bestellt? Ja, genau, da war das als, Bilderrahmen. Und da war das als Bild drin, also, keine Ahnung. Ah, jetzt noch die Sonnenbrille. Kannst du es doch erkennen jetzt, was da drauf ist? Ich guck sowieso nicht dahin. Ach so, wo guckst du denn hin? Ja, was soll ich denn da sehen, Mann? Das ist alles nur Geflimmer hier. Ach so, guck mal, ich kann jetzt upgraden. Darf ich es machen? Da war Spike wieder. Ja, darf ich upgraden? Mach das. Perfekt. Das ist sehr gut. Warte mal, ich muss dir das doch sagen und nicht du fragst. Ja, aber du sagst ja nichts, also frage ich einfach mal. Ich kenne doch nicht, dass man da jetzt upgraden kann. Ach so, jetzt weißt du es aber. Also, hier, grade die ab. Ja, die kann ich jetzt nicht upgraden. Oder warte, vielleicht kann ich es doch. Kein warte. Schnall. Nee, kann ich doch nicht. Alles gut. Leider nein. Also, ich würde sagen, wir beenden das Video lieber mal an der Stelle. Geil, tschüss. Du kannst jetzt Feierabend. Endlich. Nach dem 10. Mal aufstehen. Schreibt mal rein, wie Papa das Ganze hier gemacht hat. Findet ihr das gut? Nein! Er soll nie wieder hierher kommen und was machen. Schreibt auf jeden Fall auch in die Kommentare rein, was ich mehr mit Papa machen soll. Nein, nein. Was ich mit Papa machen soll. Nein, nicht sowas. Doch, schreibt aber in die Kommentare. Wir können mal Fahrrad fahren gehen oder so. Nee, Bro, das ist ein super Spiel. Das können wir gerne. Morning, ja, wir können, also ich würde sagen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, falls ihr nicht getan habt. Schreibt in die Kommentare, ob ich noch mehr mit Papa machen soll. Das wäre super gut. Ciao!